Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute nehmen wir euch mit auf den Markt. Genau, der ist schon da vorne. Und was wollen wir kaufen unbedingt? Erbsen. Unbedingt Erbsen. Wir haben ja so viele eingepflanzt, aber das reicht natürlich nicht. Und die sind ja auch noch nicht reif. Nein. Und was wollen wir noch kaufen? Melone. Wassermelone. Okay, wollen wir los? Ja, und gucken mal. Ah, die sind so süß, ja. Und Hannah hat zwei drauf, weil ich glaube, ich hatte auch eins für mich, ne? Ich glaube, ich hatte den Glitzer, ne? Ja, und das hält bei mir nicht. Nee. Und bei mir hält der Ball hier. Und das Beste ist, ich habe hier ein Seil, mit dem es so hängen kann. Und dann habe ich noch ein Seil. So, mit dem ich das denn so halten kann, wenn ich mal zum Beispiel ein Video gucke oder so. Tee. Na los, dann komm. Sieht das bei euch auch so aus, wenn ihr irgendwo hingeht? Eine Dame vom Stand sagt hier eben gerade ein Zombie. Hallo, die Erbsen, sind die süß? Kannst du gerne probieren erstmal. Oh, die sind ja schon latschig, ne? Genau. Wirklich? Ja. Wirklich? Meine. Gib mir mal eine. Die kosten 7 Euro. Jetzt kriegen sie halber Preis, ne? Probieren wir. Also mach ich 3 Euro pro Kilo. Probieren wir. Und? Schmecken dir die? Feierabendpreis. Also dann nehmen wir ein Kilo. Willst du dir die Melone da hinten gleich mal angucken? Obwohl, hier liegt auch eine, aber die da hinten ist größer, ne? Wir gucken gleich mal. Das gehört da hinten auch zu Ihnen, ne? Okay, wir gehen mal kurz zu den Melonen. Aber... Ne, die sieht... Die ist zu groß. Ja, die ist auch so warm. Wollen wir dann die kleine, die da liegt? Ja. Die noch? Ja. Okay. Wir haben Cheddar. Ja, lecker, Cheddar. Und was für ein Riesenstück. Ja. Nom, 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 nom. Alles nur Cheddar. Hm. Wir haben jetzt alles bekommen, was wir wollten, und zwar Erbsen und Melone, und jetzt will Papa noch zu Royal Donuts. Der freut sich schon wie Bolle, aber wir gucken erstmal, wie lang die Schlange ist. So, hier sind sie, die leckeren Donuts. Wir haben uns jetzt 6 Stück ausgesucht. So sehen unsere Donuts jetzt aus. Wir haben uns auch von diesen, wie heißen die, Crossnuts? Ich glaube, es sind hauptsächlich Crossnuts. Und im Nachhinein dann noch ein mit Oreo. Der hat mich noch so angelacht. Oh, sehen die nicht gut aus? Ich weiß nicht, habt ihr die schon mal probiert? Wir ja nicht. Ich bin super gespannt. So, und jetzt muss ich zu Ellie. Die meckert nämlich schon, weil sie alleine bleiben musste, während wir auf dem Markt waren. Erbsen. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Und Omi hat, glaube ich, eine Erbse da unten gefunden. Kann das sein? Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen.